Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das hat uns jetzt nicht davon abhalten, diesen XXXXL-Pokal zu drehen, der mit einem Avel-Unpacking anfängt. Ich würde sagen, ohne großes Gelaber starten wir jetzt auch, denn dieses Video wird vermutlich so schon richtig lang. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze löse, denn ich glaube, wir müssen tatsächlich die Bücher aus dem Juni, Juli, August, September, Oktober und dem, genau, heute ist der 19. November, also aus den ersten zwei Dritteln des Novembers holen. And that's gonna be a lot. So let's start. Warum auch immer ich gerade die Sprache gewechselt habe. Ich habe eben schon angekündigt, dass dieses Video mit einer kleinen Avel-Kooperation starten wird, denn ich durfte mir, ich zeig's euch mal, dieses große Paket von Avel aussuchen und deswegen steht jetzt hier natürlich auch Werbung in der Ecke für den ersten Teil des Hauls und ich würde sagen, wir unpacken das mal zusammen. Ich habe schon einmal reingeguckt, aber noch nicht genauer und ich würde sagen, das machen wir jetzt zusammen. Also, lasst uns starten. Die ersten beiden Bücher, die ich mir bei Avel ausgesucht habe, fallen schon mal irgendwie in die gleiche Richtung. Und ich glaube, wir erkennen hier ein Beuteschema. Und zwar ist es einmal Erebos von Ursula Poznanski und Ready Player One von Ernest Cline. Sorry, meine Erkältung steigt mir zu Kopf. Also, ins Gehirn. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Ich weiß nicht super viel darüber, aber Ready Player One wird ja verfilmt, irgendwie letztes Jahr oder dieses Jahr oder so. Und er spielt irgendwie im Jahre 2045 in irgendwie einem virtuellen Universum. Und Erebos dreht sich auch irgendwie um irgendein krasses Spiel. Und ich stehe momentan richtig krass auf so Internet, Virtual Reality, Dystopien, Science Fiction, Utopien, je nachdem. Also so sowas wie Thunderhead oder ein wirklich erstaunliches Ding. Und deswegen habe ich die beiden mitgenommen, weil ich momentan richtig Bock auf sowas habe. Und das hier haben sowieso voll viele gelesen. Und um mitzureden, muss man das gefühlt auch lesen. Gruppenzwang. Hey. Und auch alles, was ich heute sage, ist so Stuss. Naja, wir machen einfach weiter, als wäre es völlig normal. Und Erebos, darum, wie spricht man das jetzt aus? Erebos? Hat einen zweiten Teil bekommen. Und da gibt es unten so schöne Sonderausgaben, die ich letztens bei Thalia schon angeschmachtet habe und auch ein Foto davon gemacht habe für Bookstagram und so. Aber sie sind so schön mit so einem schönen Buchschnitt und ich hätte sie sehr gerne. Aber erstmal gucke ich, ob das Buch was für mich ist. Weiter geht es mit Booklist von Mara Wolf. Das ist ein Buch, über das ich auch nicht so viel weiß. Das werde ich vermutlich zu fast jedem Buch sagen. Aber es ist auch cool, fast blind in Bücher reinzugehen. Ich weiß nur, dass es eine 17-Jährige verfolgt, die... Der Name ist genau überklebt mit so einem Sticker. Ach ja, und jetzt glaube ich nochmal Lucy, ich glaube. Verfolgt, denn es geht irgendwie um eine fantastische Bibliothek. Und jetzt laufen da Nachbarn über ihren Hof und das ist richtig unangenehm, aber egal. und das ist mega cool und es wurde mir tatsächlich empfohlen. Und deswegen habe ich es gekauft und ich freue mich daran, das zu lesen. Und als letztes von Avel haben wir ein Buch, das auf Englisch schon länger auf meiner Wunschliste ist. Und zwar ist es Alle Vögel unter dem Himmel von Charlie Jane Anders. Und in dem Buch geht es irgendwie um einen Computer-Genie, beziehungsweise Computer-Nerd, wenn man böse sein will. Und um Patricia, die eine Hexe ist und mit Tieren sprechen kann. Und die beiden treffen sich irgendwie in der Highschool und freunden sich an und es steht irgendwie eine ökologische Katastrophe bevor. Und tatsächlich weiß ich gar nicht, wie ich das auf das Buch aufmerksam geworden bin damals. Habe ich nach Magical Realism oder so gesucht? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Buch das ist. Es hört sich ein bisschen so an, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es sehr skurril und es klingt sehr, sehr cool. Und ich mag das Cover auch total gerne. Und freue mich deswegen mega, alles zu lesen. Das waren die Bücher, die ich mir bei Avel ausgesucht habe. Vielen lieben Dank nochmal an Avel für die Kooperation. Und falls ihr Avel auch mal auschecken wollt, dann verlinke ich euch natürlich die Seite in der Infobox. Auf Avel bekommt ihr auf der einen Seite Mängelexemplare bzw. einfach preisreduzierte Bücher und mittlerweile auch E-Books. Und ich glaube auch nicht Mängelexemplarbücher, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das Angebot wechselt auch ständig und vielleicht werdet ihr ja auch fündig. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mit den anderen Büchern, die bei mir eingezogen sind, weiter. Und ja, das ist eine Mischung aus gekauft, geschenkt bekommen und Rezensionsexemplare. Und ich blende euch immer ein, wenn es so ein ich kann nicht reden. Soll ich diesen Dreh verschieben? Egal. Ich blende euch natürlich immer ein, wenn es Rezensionsexemplare sind und hole mir kurz Ingwertee, um klar denken zu können. Bis gleich. So, ich habe mir eine Runde Ingwertee besorgt und jetzt geht es mir schon besser und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Büchern, die ich im Juni 2019 gekauft habe. Das Gute daran, dass wir so weit in die Vergangenheit zurückgehen mit dem Vokal ist allerdings, dass ich einige der Bücher dann schon gelesen habe und entweder Mini-Rezensionen geben kann oder auf Videos verweisen kann, in denen ich die Bücher bespreche. Also
hat es sogar noch ein bisschen mehr Mehrwert, außer, guck mal, das habe ich gekauft. Also, ich würde sagen, lass uns einfach schnell starten und los geht's. Zum ersten ist im Juni bei mir eingezogen The Secret History von Lana Tartt. Das Buch habe ich mal angefangen zu lesen. Ich habe das gelesen, weil eine meiner Lieblingsbooktuberinnen, Leo Reeds, dieses Buch mega liebt. Und es war super, super, super schwer geschrieben. Und dann war das irgendwie, als ich das im Urlaub angefangen habe, nicht so die perfekte Urlaubslektüre. Und dann habe ich es erstmal beiseite gelegt. Und ja, werde es trotzdem auf jeden Fall noch lesen, aber bisher war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Auf jeden Fall geht es hier um eine Gruppe an Freunden, die irgendwie ziemlich, wie drückt man das nett aus, durchgeknallt sind und da teilweise super dunkle Vergangenheiten haben und ja, irgendwie am College, glaube ich, zusammen jemanden umbringen. Ich glaube, es ist ein bisschen wie How to Get Away with Murder, oder? Wie das gerade klingt. Aber auf jeden Fall soll es sehr dunkel sein und sehr düster und ich freue mich. Und dann ist auch bei mir eingezogen. Oh, warte mal, das Licht. Ich nehme euch mal weiter mit rüber. Ist das so besser? Irgendwie, ich würde mir natürlich mit Licht drehen, das ist irgendwie nervig. Auf jeden Fall ist bei dann noch bei mir eingezogen Flammenflug von Melissa Caruso aus dem Bastel-Löwe Verlag. Ich weiß nur, dass es in diesem Buch um Magier geht und dass es Adult Fantasy ist und dass es mega on-brand und deswegen möchte ich es unbedingt lesen. Im polaren Gegensatz dazu sind bei mir eingezogen die Moomins. Geschichten aus dem Moomintal. Ich hatte eine Zeit lang, als Dodie den Soundtrack für diesen neuen Moomin-Film-Serie, whatever, geschrieben hat, eine kleine Obsessionsphase mit den Moomins. Und da ist dieses Buch bei mir eingezogen. Es ist super süß von innen. Ist leider irgendwie der 7. Teil oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht lesen kann. Aber ja, sehr, sehr süß. Aber kennt ihr bestimmt alle. Dann ist bei mir eingezogen Hope Again von Mona. Das Buch ist auch signiert, als ich bei ihrer Lesung im Thalia in Hamburg war. Und es geht hier um Everly und um Nolan. Und das ist eine Dozenten-Schüler-, also Studentenbeziehung. Und ich stehe richtig hart auf sowas. Liebes. Es gab auch auf Sat.1 mal so eine Sendung dazu. Die fand ich auch schon damals richtig, richtig, richtig geil. Und auch, es wird gerade voll hell, voll die Erleuchtung. Ich bin fast blind. aber genau, die Again-Reihe ist eh mega, mega geil. Und ich wette, ihr habt es alle schon gelesen. Und liebe. Oh ne, Leute, jetzt müssen wir hier mal wieder rübergehen. Das wird mir hier zu hell. Ich bin blind. Oder ich mache einen Bokal mit Sonnenbrille. Das wäre auch schön. Dann sind bei mir eingezogen The Gentleman's Guide to Vice and Virtue und The Lady's Guide to Petticoats and Piracy. So sehen sie aus. Wir haben einmal Monty auf dem Cover und einmal Felicitas. Und dazu habe ich noch die Buchschnitte angesprüht. Einmal Silber, einmal Gold. Und das erste Buch habe ich auch schon gelesen. Das zweite Buch allerdings noch nicht. Aber das hier ist so krass lustig. Es ist einfach wirklich wie eine Fanfiction von Will and Jam aus den Final Devices ohne Tessa. Irgendwie auf einer Europareise. Und das ist einfach so krass. Wirklich. Die Charaktere sind quasi identisch. Außer, dass sie halt nicht irgendwie supernatural sind, sondern normale Menschen. Und es war sehr, sehr süß und es hatte auch den Tiefgang, den so ein Contemporary-Buch irgendwie braucht. Und es war, also es ist vermutlich dann Historical Fiction, oder? Weil das spielt irgendwie 1800 irgendwas, 1700 irgendwas? 1700 irgendwas, oder? Ich guck grad mal nach. Yep. 1700 irgendwas. Und die machen so eine ganz berühmte Rundreise und man konnte dabei tatsächlich auch noch was lernen, historisch. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann werde ich dann auch nochmal zu dem zweiten Teil greifen. Fangen wir dann jetzt mit den Juli-Büchern an. Und zwar sind im Juli dann einmal bei mir eingezogen The Devouring Grey von Christine Lynn Herman. Und ich habe sehr, sehr gemixte Sachen zu diesem Buch gehört. Einige sagen, es ist mega geil und gibt voll die Raven Boys-Vibes und ist allgemein perfekt irgendwie so ein Oktober-Spooky-Buch und so. Andere sagen, es ist mega, mega, mega langweilig. Und ich hasse diesen pinken Buchschnitt. Aber ich habe auch noch nicht dazu gegriffen. Also kann ich euch nichts dazu sagen, leider. Und dann ist bei mir noch eingezogen Gumiho von Cat Show. In Gumiho geht es um einen Nine-Tailed Fox, den seht ihr da, das ist die Protagonistin, und um einen Boy. Und das ist angelehnt an koreanische, japanische, eins von beidem, Mythologie. Und vom Ding her war das Buch eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich habe im Endeffekt 3,75 Sterne gegeben. Das Cover ist auch wunderschön. Allerdings hatte das solche Längen und das Pacing war richtig, richtig komisch. Und deswegen habe ich ihm 3,75 Sterne gegeben im Endeffekt. Dann ist als nächstes bei mir eingezogen Scythe von Neils Schusterman. Das Buch habe ich von Mel geschenkt bekommen und gelesen, auch den zweiten Teil gelesen. Und in der Zwischenzeit auch schon Neils Schusterman getroffen und bei einem Panel gesehen und große, große Liebe, richtig, richtig geile Dystopie und vor allem der zweite Band ist einfach wahnsinnig gut. Dann ist bei mir eingezogen Sadie von Courtney Summers. Das steht
hier. Das englische Cover ist wahnsinnig schön. Ich habe das Buch auch auf Englisch gelesen. Aber, ich mache mal die Kamera runter. Ich habe das Buch zum Glück auch auf Höhe, einer Höhe, wo ich rankomme, auf Deutsch. So sieht das Buch auf Deutsch aus. Die Thematik in dem Buch ist richtig hart. Bitte schaut euch vor Triggerwarnungen an, falls ihr in dem Umgang mit Missbrauch vor allem etwas sensibler seid. Dann bitte schaut euch unbedingt die Triggerwarnung an. Und das war unser Book Club Buch. Ich verlinke euch unser Hangout in der Infobox. Und ich fand es ganz gut, aber man hätte viel mehr aus der Geschichte rausholen können, fand ich. Und es hat ein Fullcast-Hörbuch im Englischen. Und es ist Mixed Media mit einem Podcast, was cool war. Genau. Vielen Dank an Vani, die mir ihr deutsches Buch vermacht hat. Thank you. Dann ist noch bei mir eingezogen, weil ich ein Freak bin. Daisy Jones and the Six. Meine dritte Ausgabe, glaube ich. Und das ist das US Hardcover, richtig? Ich weiß es nicht. Und ich habe schwarz angesprüht und es ist wunderschön. Und es hat hier diese Tickets in und das ist sehr schön. Und es ist mein Lieblingsbuch. Mein Lieblingsbuch of all time vermutlich. Mit ein paar anderen. Aber es ist sehr, sehr hoch dabei und ich liebe, 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 liebe es. Aber ihr wisst es. Ihr wisst es. Liebe. Dann ist bei mir noch eingezogen Escaping from Houdini von Carrie Maniscalco. Das ist der dritte Teil der Stalking Jack the Ripper-Reihe und ich fand den ersten gut und den zweiten fand ich richtig, richtig, richtig gut. Und das hier ist der dritte Teil. Ich freue mich sehr, ihn zu lesen. Habe ich allerdings noch nicht. Dann geht es weiter mit The Red Growth of Magic, der Kurzgeschichtensammlung von Alec und Magnus. Habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Fand ich leider nur so mittelmäßig. 3 Sterne. War wunderschön, die Charaktere wiederzusehen. Allerdings war die Story echt so meh. Und dann sind bei mir noch eingezogen Der letzte Magier von Manhattan. Das war auch unser Book Club Buch und das habe ich auch auf Englisch hier. Gib mir eine Sekunde, wo ist es? So sieht das Englisch dazu aus. Das ist allerdings schon länger in meinem Regal und deswegen kein Neuentzug. Aber ich habe beide Bücher gelesen, immer abwechselnd auf Deutsch und auf Englisch. Und ich fand es richtig, richtig gut. 4,5 Sterne, richtig cooles Zeitreisebuch. Teilweise ein bisschen verwirrend mit einigen Pacing-Problemen, aber richtig, richtig gut. Und dann ist bei mir noch eingezogen The Kiss Quotient von Helen Huang. Und zwar ist das von Monia. Das hat sie jetzt gelesen und fand es richtig, richtig, richtig cool. Und dann hat sie der Wasserschaden so sehr gestört auf den ersten 3 Seiten, dass sie sich das Buch nochmal gekauft hat und mir dieses Buch hier vermacht hat. Und sie meinte, das war richtig, richtig, richtig süß und deswegen freue ich mich sehr drauf zu lesen. Habe ich allerdings noch nicht. So, auch wenn ich mittlerweile völlig die Monatsreihenfolge außer Acht gelassen habe, fange ich jetzt an mit den nächsten Büchern, die bei mir einziehen durften. Und zwar ist es einmal Sorcery of Thorns von Margaret Rutcherson. Ich habe Margaret Rutchersons Debütbuch gelesen, das fand ich nicht so gut. Das ist An Enchantment of Ravens. Fand ich echt nicht so geil, aber über das hier haben so, so, so viele geschwärmt. Das spielt auch in der magischen Bibliothek und das klang halt einfach zu gut, um es nicht zu kaufen. Und es war sehr günstig eines Tages auf Amazon und deswegen habe ich es mitgenommen. Weiter geht es mit Das Mädchen aus Feuer und Sturm von René Adier. Ich glaube, das hier ist tatsächlich der erste Teil. Ich glaube, bei mir ist zuerst der... Ja, das ist Band 1. Bei mir ist allerdings zuerst Band 2 eingezogen, weil ich ja One-Part bin und ich verliere auch meine Klamotten hier die ganze Zeit fast. Oh, ich habe mir auch gerade Tee übergekippt. gut. Zum Glück habe ich ja lange Haare. Und zwar geht es dort um irgendwie die Tochter eines Samurai, glaube ich, die zwangsverheiratet werden soll mit dem Kaiser, glaube ich. Und auf dem Weg zu der Hochzeit ist irgendwie ein Anschlag und sie verliert ihre ganze Truppe und so. Dafür könnte ich im Klappentext bisher entnehmen. Das klingt mega episch und ich habe tatsächlich auch noch nie ein René Adier Buch gelesen. Und es wird Zeit. Es wird Zeit. Dann mal wieder ein Buch, was ich gelesen habe, und zwar Wilder Girls von Rory Power. Das Buch ist wunder, 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 wunderschön äußerlich. Dieses Cover ist wunderschön. Innerlich ist es Sapphic Horror. Es ist innerlich allerdings nicht ganz so schön. Es ist irgendwie super weird und es ist irgendwie auf einer Insel, wo so eine Epidemie, die heißt The Tox, ausgebrochen ist. Und ja, es ist halt an einer Mädchenschule und es hat coole LGBTQ+-Representation, so viel dazu, aber irgendwie war die Auflösung 0815 und ich meine, es ist cool, wie sich diese Tox zeigt, denn die Mädchen bekommen halt alle so körperliche Veränderungen, zum Beispiel wächst der einen irgendwie eine zweite Wirbelsäule oder einige, die eine blutet irgendwie mal aus dem Auge und keine Ahnung, die bekommen halt so ganz komische, skurrile, körperliche Veränderungen. Das ist mega cool, weil es halt relativ innovativ ist, aber irgendwie alles drumherum war ein bisschen underwhelming tatsächlich leider.
Dann noch ein weiteres Buch von One, und zwar Elias und Laia 1, die Herrschaft der Masken. Ich habe das Buch schon gelesen und ich liebe, 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 liebe es. Ich habe auch Band 2 schon gelesen und der war ganz gut. Und ja, es ist jetzt bei mir neu eingezogen, weil ich das erste tatsächlich noch nicht auf Deutsch hatte, sondern nur auf Englisch, und den zweiten und dritten nur auf Deutsch, und es war sehr uncool, und immer wenn ich über das Buch geredet habe und ich fangirl irgendwie relativ viel über Elias und Laia zwischendurch, dann habe ich immer dieses nicht matchende englische Buch halten müssen, und deswegen ist das jetzt noch bei mir eingezogen mit Elias drauf. Und ich muss Band 3 noch lesen und ich weiß noch nicht, warum ist das gerade so mega unfokussiert? Come on, Bro. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freuen soll oder ob mein Herz rausgerissen wird. Vermutlich. Aber sieht man eigentlich diesen nassen Fleck hier? Aber ja, ich werde es tun und freue mich dann auch auf Band 4, der in irgendwie 100 Jahren erscheint. Und ja, liebe ich. Falls ihr Bock auf cooles Fantasy habt, this one. Dann ist bei mir wieder ein Buch von meiner Freundin Monja eingezogen. Und zwar Serpent and Dove von Shelby Mahurin. Und über dieses Buch habe ich so, so viele unterschiedliche Sachen gehört. Einige lieben es. Monja fand es auch ganz cool so. Aber ich glaube nicht richtig, richtig gut. Und einige hassen es und sagen, oh mein Gott, das ist so problematisch. Was kann man daran gut finden? Und das macht mich irgendwie sehr gespannt auf das Buch. Weil, was ist denn daran problematisch, dass einige sehen und richtig schlimm finden und andere nicht? Es geht auf jeden Fall irgendwie um eine Hexe und einen Hexenjäger. Und die beiden werden irgendwie zwangsverheiratet. Und es ist dann vermutlich erstmal Hate to Love, was ganz cool ist. Ich bin nicht so der größte Fan von Hate to Love tatsächlich. Aber ich meine, viele feiern Hate to Love richtig, richtig doll. Und deswegen müsste das ja eigentlich erstmal gut ankommen. Aber mal gucken, was daran so problematisch sein soll oder auch nicht. Oh, mein Opa läuft durch den Garten. Vielleicht sollte ich mal hingehen. Aber ich hole schnell noch dieses Buch. Und zwar ist es A Curse of Dark and Lonely von Bridget Camera. Das Buch habe ich von Mel lieberweise geschenkt bekommen und ich habe es auch angesprüht, das zeige ich immer wieder, es glitzert im Buchschnitt und das ist sehr, sehr schön. Und ich habe es auch gelesen und fand es ganz gut. Ich verlinke euch auch alle meine Lesemonate mal in der Infobox, weil da müssten die halt ungefähr alle vorkommen. Da habe ich auch länger über dieses Buch hier geredet und ich fand es ganz gut. Es ist ein Beauty and the Beast Retelling, es war mir echt nicht innovativ genug und teilweise ein bisschen zu vorhersehbar und langweilig. Aber es war ganz cool und es hat coole Representation von körperlichen Behinderungen und genau, es ist auf jeden Fall wert, sich anzugucken. Ich weiß nicht, ob es für jeden was ist, aber es macht schon Spaß. Dann ist bei mir eingezogen Dear Evan Hansen von Val Emich. Oh, ich guck mich an. So. Dear Evan Hansen, das ist das Buch zum Musical. Ich sehe das Musical tatsächlich auch im Februar und ich freue mich so hart. Aber darüber ein anderes Mal. Das ist jetzt gerade auch nach London gekommen, ansonsten wird es in New York aufgeführt. Und das ist das Buch dazu. Es wurde jetzt bei CBJ rausgebracht. Und wir haben dazu auf Bookstagram auch so eine Ankündigung gemacht mit lauter Fotos zu dem Buch. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber es kann halt nur gut sein, weil das Musical richtig, richtig geil ist. Dann ist bei mir eingezogen Kingdom of Smoke von Sally Green. Das Buch war, glaube ich, der Spitzentitel bei DTV im letzten Programm, kann das sein. Auch dazu haben wir eine riesengroße Instagram-Aktion gemacht und wir haben leider nicht gewonnen. Allerdings ist das ein Fantasy-Buch mit unterschiedlichen Lagern und ich glaube, ganz typisch für alle Leute, die irgendwie auf Fantasy-Jugendbuch stehen. Und ich habe es auch noch nicht gelesen, aber das Cover ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Dann ist bei mir eingezogen Das Ting von Arthur Zwick. Ich habe vermutlich falsch ausgesprochen, aber das ist das gute Stück. Und zwar fällt es, glaube ich, in die Sparte von irgendwie Internet-App Dystopie. Ich habe keine Ahnung, was für ein Genre ist, aber ich glaube, es wird irgendwie eine krasse App entwickelt und es geht um die Konsequenzen davon. Und das ist mein Jam, wie ich anfänglich schon gesagt habe. Und deswegen ist dieses Buch bei mir eingezogen. Dann ist bei mir ebenfalls noch eingezogen der zweite Teil von René Adiers Dilogie. Ich habe euch hier vorhin schon den ersten Teil gezeigt und dieser ist Das Herz aus Eis und Liebe. Und inhaltlich kann ich euch dazu nichts sagen, weil es der zweite Band ist, aber ihr habt ja den ersten auch schon gesehen. Sehr, sehr hübsch. Und dann ist noch ein Buch in meinem schwarzen Bücherregal eingezogen und zwar Cersei von Madeline Miller. Das Cover ist wunder, wunder, wunderschön. Und es ist angelehnt an Mythologie und es soll sehr feministisch sein, glaube ich. Und mehr weiß ich nicht. Außer, dass es sehr viele sehr gut fanden. Und deswegen freue ich mich da drauf. Dann sind bei mir drei Alice Osman Bücher eingezogen. Und zwar einmal I Was Born For This, Solitaire
und Radio Silence. Und die beiden sind erstmal in ihren neuen Covern so wunderschön zusammen. Und dann lese ich auch aktuell I Was Born For This. Bei den anderen beiden kann ich euch nicht so genau sagen, worum es geht. Das sind auf jeden Fall alles Contemporary-Bücher, die vermutlich sehr, sehr süß, aber auch eine ja, tiefgründigere, härtere, hard-hitting, würde ich ja nicht sagen, Seite haben. Und in I Was Born For This, wo ich jetzt ungefähr Seite 200 bin, 180 oder so, geht es um eine Boyband, die aus drei Leuten besteht. Und ich weiß nicht, inwiefern... Okay, nee, steht hier nicht hinten drauf. Deswegen sage ich es nicht. Es passiert zwar auf den ersten Seiten vom Buch schon, dass es aufgelöst, also erzählt wird. Aber ich erzähle es euch nicht. Auf jeden Fall, es hat eins der Bandmitglieder eine Vergangenheit, die in den Medien das Potenzial hat, irgendwie zerrissen zu werden. Und irgendwie werden auch One Direction-Style zwei Bandmitglieder miteinander geschippt und so, die eigentlich gar nicht zusammen sind. Und es geht um verbotene Liebe. Und dann geht es noch um, wie heißt sie? Angel. Heißt sie nicht wirklich, aber so wird sie genannt quasi. Die richtig hart, krass, intensiv in diesem Fandom zu dieser Band integriert ist und mega dafür liebt. Und ich liebe diese Darstellung von Fanculture und Boybands. Und Leute, das ist einfach genau mein Jam vom Ding her. Und es gab so süße Quotes bisher schon. Ich mag es so, so, so gerne. Aber das ist keine Rezension dazu. Diese Reise bei mir eingezogen und ich freue mich sehr doll. Dann haben mir zwei Lux-Bücher eingezogen. Und zwar einmal Never to Close und einmal Up All Night. Never to Close von Morgane Moncomble und Up All Night von April Dawson. Die beiden waren auch auf dem Lux-Abend auf der Buchmesse und deswegen sind sie auch beide signiert. Und Never to Close war so, 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 so cute. Spielt in Paris und es ist ein relativ typisches Me-Adult-Buch und es war sehr süß. Es hat einige Schwächen von mir bekommen, einige Schwächen gehabt und deswegen auch Sternabzug von mir bekommen. Ich glaube, ich habe ihm im Endeffekt 3,75 Sterne oder so gegeben, weil es schon teilweise ein bisschen zu stereotyp war und ein bisschen zu wenig innovativ, aber es war sehr süß für zwischendurch. Und dann habe ich noch Up All Night bekommen und das habe ich noch nicht gelesen, aber ich freue mich, weil die April eine super, super, super liebe Person ist und deswegen freue ich mich, ihr Buch zu lesen natürlich. Dann ist bei mir noch eingezogen The Christmasaurus and the Winter Witch, also der Weihnachtsaurus 2. Den ersten Teil habe ich letztes Jahr auf dem Rückflug aus London angefangen zu lesen und habe es auch in London gekauft. Jetzt habe ich mir sogar das Hardcover gekauft und ich glaube sogar, das Hardcover unter dem Schutzumschlag ist erstmal von innen wunderschön, aber auch von außen. Es ist so süß. Der erste Teil war so ein schönes Kinderbuch. Und wenn ihr Bock auf Kinderbücher habt, auf Weihnachtsbücher allgemein oder Kinder habt, es ist so süß. Es ist wirklich herzerwärmend und hat eine schöne Message und es ist super süß. Also der erste Band. Der zweite mit Sicherheit auch, aber das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, weil ich ihn noch nicht gelesen habe. Aber ich bin mir sicher, ich werde ihn in der Weihnachtszeit lesen. Und wenn nicht, dann schlagt mich. Dann habe ich mir noch Fountains of Silence von Ruta Sepetys gekauft. Das ist das neue Historical Fiction Buch von Ruta Sepetys und es spielt auf jeden Fall zur Zeit des Spanischen Krieges, worüber ich absolut nichts weiß, weil wir das nicht in der Schule hatten und ich mich privat auch nicht damit auseinandersetzt habe, zu meiner Schande. Und meine Stimme bricht. Es ist auf jeden Fall das Booksplosion Book of the Month von vor ein, zwei Monaten gewesen und deswegen kann ich da auf jeden Fall das Hangout dann zu gucken, wenn ich es gelesen habe. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass ich es nicht verstehe oder nur die Hälfte verstehe, weil ich den geschichtlichen Hintergrund nicht kenne. Aber Historical Fiction schadet nie und es ist bestimmt super traurig. Dann ist noch ein Buch von Carlsen an mir eingezogen und zwar Immer wieder für immer und am Anfang war ich so verwirrt, diesen Titel zu lesen. Es geht auf jeden Fall um Zeitreise. Und ich glaube, der männliche Protagonist muss verhindern, dass der weibliche Protagonist was passiert, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau, das hat Carlsen mir überraschenderweise zugeschickt. Also vielen lieben Dank. Und dann ist wieder ein Buch eingezogen, was meine liebe Freundin Monja mir geschenkt hat. Und zwar Die Welt durch deine Augen von Sarah Heine. Monja hat dieses Buch mega hart getroffen. Und ich glaube, sie hat mega geweint, als sie es gelesen hat. Und es geht irgendwie um Enya, die Schriftstellerin, Autorin werden möchte. Enya ist übrigens auch voll der schöne Name. Und irgendwie mal eine Absage kassiert und so. Und dann trifft sie eines Tages irgendwie Janosch und die beiden, keine Ahnung, ich glaube, da sprühen Funken. Mehr weiß ich nicht. Monja fand es richtig, richtig geil. Und aus diesem Grund spricht es mich natürlich an. Mal gucken. Ich meine, gegen Romance ist eigentlich nie was einzuwenden. Also bin ich gespannt. Vielleicht habe ich gespannt und ich freue mich ehrlich gesagt. Häufig. Aber da sind halt auch zum großen Teil Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Und natürlich freue ich mich.
Dann ist bei mir noch eingezogen Scandal Love von L.J. Shen. Darüber habe ich letztens voll die... Wo war denn das? Ach so, in dem Ich lese alle meine Lieblingsbücher-Video von... Habe ich vergessen. Von irgendeiner amerikanischen Booktuberin. Da war es drin. Im Deutschen habe ich noch nicht so viel dazu gehört. Das ist auf jeden Fall Erotik. Glaube ich zumindest. Und warum nicht, wenn man mal Lust auf Smut hat? Ist bei mir ebenfalls in unerreichbarer Nähe da oben an der Decke eingezogen. Der unsichtbare Freund von Stephen Chbosky. Das habe ich im Englischen schon so lange angegeiert. Und dann ist es bei Hannah rausgekommen. Und dann habe ich es netterweise als Rezensionsexemplar bekommen. Genau, das ist auf jeden Fall Horror. Und es geht irgendwie um einen Jungen, der irgendwie im Wald war. Und irgendwas mit einem... Und dann, ich weiß auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Irgendwas mit einem Baumhaus. Ja. Und dann haben wir mir noch eingezogen The Black Witch von Laurie Forrest. Das stand ganz lange bei Mel rum und dann hat sie es aussortiert und dann durfte es netterweise bei mir einziehen. Und dann, das hat mir auch mitgebracht und ich bin so dankbar, ist bei mir eingezogen Ninth House von Leigh Bardugo und zwar signiert. Das ist einfach so krass. Und noch unter dem Dachdecke, das ist wunderschön. Und das Buch ist auch nochmal als Paperback bei mir eingezogen, aber da könnt ihr euch jetzt, denke ich mal, ups, sorry, denken, wie das aussieht. Und ich bin so dankbar und ich lese es gerade und vielen lieben Dank. So, und als letztes ist bei mir dann noch The Starless Sea von Erin Morgenstern eingezogen. Das Buch ist wunderschön und auch wenn ich The Night Circus nicht so geil fand, also überhaupt nicht, muss es bei mir einziehen, weil es wunderschön ist. Und auch hier geht es irgendwie um eine magische Bibliothek und mehr weiß ich nicht, aber das Buch ist einfach wunderschön. Wunderschön. So, Freunde, das ist irgendwie eine schwere Geburt, oder? Ich hoffe, irgendwas ist aus diesem Material rausgekommen, was man irgendwie als Book Haul bezeichnen kann. Es tut mir voll leid für den ganzen Perspektivwechsel. Vielleicht war es auch ganz okay, weil es nicht so einschläfernd war, wie wenn jemand irgendwie hier eine Stunde gestanden hätte und einfach nur auf euch eingeredet hätte. Ich weiß es nicht. Lasst mir gern euer Feedback. Lasst mir gern euer Feedback da, falls ihr es bis hier geschafft habt. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, der nächste Book Haul wird hoffentlich ein bisschen kürzer. Ich habe jetzt auch nochmal irgendwie so 5 Bücher bei Amazon bestellt letztens, weil die im Super Sale waren. Der nächste Haul sollte nicht fern. Und ich würde sagen, da bleibt jetzt nicht mehr zu sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß, macht es gut und bis bald. Tschüssi!